kapern Strauch. Seine Knospen und Früchte sind aus der Küche Südeuropas kaum wegzudenken. Pantelleria gilt als die Kaperninsel überhaupt. Hier wachsen und gedeihen sie sogar in Felsspalten und Ruinen. Ganz so, als bräuchten sie zum Leben weder Wasser noch Erde. Von jeher sind vor allem die ungeöffneten Blütenknospen begehrt. Eingelegt und fermentiert in Salzlake kennen wir sie als Kapern. Veredelt auch mit Meersalz aus den jahrtausendealten Salinen der Nachbarinsel Sizilien. Gleich mehrere Teile der Kapernpflanze eignen sich zum Verzehr. Deshalb wird die Kaper auch in der Küche immer wieder ganz neu entdeckt. Gegen 5 Uhr früh, noch vor Sonnenaufgang, beginnt die Ernte. Denn die Blüten öffnen sich mit dem Sonnenlicht. Aber nur als Knospen lassen sie sich zu wertvollen Kapern verarbeiten. Besitzer dieser Kapernfelder hier ist Gabriele Lasagne. Der 49-Jährige ist stolz auf seine Pflanzen, die in der heimischen Vulkanerde so gut gedeihen. Gabrieles Firma ist der größte Kapernproduzent der Insel. In der Manufaktur, der eigentlichen Herstellung, arbeiten nur 4 feste Mitarbeiter für die Veredelung nach der Ernte. Kapern werden traditionell in Salz eingelegt. Das zieht die Feuchtigkeit aus den Knospen und bildet eine Salzlake, die die Kapern konserviert. Noch bleiben alle Größen und Qualitäten der Kapern zusammen. Sortiert wird erst nach der Fermentierung und Reifung. Die Milchsäuregärung ist eine der ältesten Konservierungsmethoden. Im Verlauf des Gärungsprozesses werden Kohlenhydrate mithilfe von Bakterien in Milchsäure und Kohlenstoffdioxid umgewandelt. Die Fermentation und Reifung ist ein sehr sensibler Prozess. Man muss sich damit auskennen. Nach 25 Tagen bleibt der Zustand der Kapern stabil. Nach dieser Reifezeit werden die fertigen Kapern sortiert. Diese Aufgabe übernimmt eine Maschine, die der Großvater von Gabrieles Frau in den 50er Jahren entwickelt hat. Damals ein echtes Novum in der Kapernverarbeitung. Eine rotierende Trommel mit Löchern unterschiedlicher Größe lenkt die verschiedenen Kapern automatisch in unterschiedliche Behälter. Dass besonders kleine Kapern besonders hohe Qualität haben, ist übrigens ein Gerücht. Der Volksmund sagt, kleine Kapern seien besonders gut. Aber man benutzt die Kapern einfach für unterschiedliche Zwecke. Sie sind teurer, einfach weil es weniger davon gibt. Die fertigen Kapern werden in Fässern gelagert, bis zur Weiterverarbeitung und Verpackung. In der Nähe der Hauptstadt lässt Gabriele gerade ein neues, größeres Firmengebäude errichten. Fast die Hälfte von Pantellerias gesamter Kapernproduktion läuft über ihn. Im Moment betreibt er hier einen Laden und seine Versuchsküche. Denn Gabrieles Ziel ist es, immer wieder neue Produkte aus Kapern zu kreieren. Nicht nur die Knospen der Kapern sind essbar, sondern auch die Blätter. Für Gabriele bedeutet das jede Menge Potenzial für neue Ideen. Pantellerias traditionelle Kapernprodukte immer wieder neu zu erfinden, das ist und bleibt für ihn eine spannende Herausforderung. Gefriergetrocknet, als knuspriges Granulat oder als Würzpulver. Kapern immer wieder anders. Gabriele hat heute einen lokalen Küchenchef zur Verkostung eingeladen. Salvatore Bottaro leitet eines der bekanntesten Restaurants der Insel. Gabriele möchte ihn als Kunden gewinnen. Neben Kapern in Salz, dem Hauptprodukt für die Gastronomie, hat Gabriele von Pasteten bis zu Früchten in Olivenöl immer wieder
Überraschendes im Angebot. Ich habe ein paar Sachen für dich zur Verkostung vorbereitet. Eher untypische Produkte aus Kapern. Knusprige Kapern. Was für eine schöne Farbe. Lecker. Sehr knusprig. Und dann gibt es noch die selbst kreierten Kapernblätter in Olivenöl. Fantastisch. Diese leichte Säure im Hintergrund. Das Restaurant von Koch Salvatore Bottaro gehört zu den besten Adressen der Insel. Nach seinem Besuch bei Gabriele probiert Salvatore die neuen Kapernprodukte in der Küche aus. Kapern sind ein sehr traditionelles Gewürz in der süditalienischen Küche. Zu gegrilltem Gemüse etwa oder besonders zu Fisch. Der Geschmack passt eigentlich zu vielen Gerichten. Auf der Karte heute Zackenbarschfilet, raffiniert gewürzt mit Kapernpulver. Der Fisch wird scharf angebraten und dann langsam gegart. Salvatore dekoriert den Teller noch mit Kapernblättern und schwärmt. Diese neuen Kapernzubereitungen bieten viele Möglichkeiten. Thunfisch, Zackenbarsch oder auch ein feines Filet dazu. Toll auch mit rohem Fisch Carpaccio. Das Pulver erfüllt das ganze Gericht mit einem feinen Aroma. Das ist ganz ungewöhnlich, weil man die Kapern nicht sieht. Sowas finde ich interessant. Das Kaperngranulat bringt eine knusprige Note auf den Teller. Ein Schuss Olivenöl rundet das Ganze ab. Das Ziel von Kapernproduzenten wie Gabriele ist es, dass vor allem immer mehr Restaurants die Vielfalt der Kapern entdecken. Der Trend? Weg von der deftigen Traditionsküche hin zum Fine Dining. Mm.